Achim Weidner von der Liste Freie Wähler, Platz 7. Ich bewerbe mich um einen Sitz in der Stadtverordnetenversammlung. Und hier zeige ich euch einen Blick in die Baugrube hier am Friedensplatz. Ich stehe selber hier in der Löwenstraße. Hier drehen sich sozusagen wieder die Krähen über Rüsselsheim, auch wenn der Himmel januarmäßig winterlich noch grau ist. Leider ist die Grundsteinlegung, die für Mitte Januar, Ende Januar angesagt worden ist, Corona-bedingt abgesagt. Sehr schade. Man sieht aber hier schon, dass man mit den Bauarbeiten sozusagen auf der Ebene des Straßenniveaus ist. Und jetzt kann man wahrscheinlich jeden Tag die Baufortschritte sehen. Das geht ja jetzt zügig, wenn die Eisen, die Moniereisen hier gesetzt sind und dann mit Schalung gearbeitet wird. Ganz wichtig, hier wird ein großer Impuls für den Städtebau ausgehen, für die städtische Entwicklung. Es gab ja über die Frage, wer denn jetzt hier ins Kellergeschoss oder ins Erdgeschoss kommt, Verwaltung oder Gastronomie. Das ist jetzt im Grunde genommen erledigt, es ist beschlossen und es wird jetzt so sein, dass die Verwaltung hier mit einziehen wird. Aber blicken wir mal nach vorne. Denn Ende 2022 wird hier mehrgeschossig über 80 Wohnungen hier in der Innenstadt sein, werden wieder tolle Impulse ausgehen. Und jetzt hat natürlich die Stadt die Pflicht, hier die Innenstadt, sage ich mal, aufzuräumen. Es ist ja jetzt die Innenstadtwache in die Marktstraße gezogen. Die ist zwar noch nicht 24 Stunden an 7 Tage die Woche besetzt, aber sie hat ihre Arbeit aufgenommen. Und ich denke, da muss man dranbleiben, damit sozusagen der Impuls, der beispielsweise von hier ausgeht, halt auch abgesichert wird, dass eine Aufenthaltsqualität hier in der Innenstadt herkommt, dass die Leute sich in der Innenstadt wohlfühlen. Und ich denke, zwar ist der Himmel heute noch grau, aber hier Krähen über Rüsselsheim, das ist eine ganz tolle Sache. Da freuen wir uns und Glück auf den Bau.